Hallöchen, willkommen bei einer weiteren Runde World of Tanks unterwegs mit den Skorpion G. Verdammter Scheiße, wir stehen ganz unten. Los geht's! Ihre Unterstützung wurde angefordert. Nee. Oh, ist das zum Kotzen und mein Headset ist laut und ich bin müde und ich habe Hunger und ich habe Durst und mir ist kalt. Ich sticke wie ein Biber. Yay. Scorp G auf der Karte Siegfriedinia. Zehner Gefecht, keine Arti, keine Scouts. Scheiße, ey. Und wir fahren mal komplett verkehrt. Nenne! Hau ab! Fick dich! Nein. Ach Leute, verdammter Scheiß, wo stehe ich denn? Wo stehe ich denn? Ach, leck mich doch am Kuratz. Keule! Keule, das war sinnlos! Der ging voll durch ihre Panzerung! Der ging voll durch ihre Panzerung! Da stehen T30, komm du. Ach, ich lad mal ab. Ich lad mal APC, weil das Objekt tut richtig weh, wenn der uns trifft und frisst und mit der Faust ohne Gleitcreme so richtig schön hinten rein. Das könnte weh tun, das könnte böse rauseitern. Der 53 TP hat da gerade voll die Arschkarte. Ja, shit. Nur weg von denen. Verdammt die Scheiße. Ich hab gedacht, der hat geschossen. Aber egal, 4 zu 1. Wir stehen immer noch an vorderster Front. Immer drin, statt nur dabei. Immer rein in die Fresse von denen. Gegner. Ja, ich will so böse klingen, als es ist. 4-1. 1-8 Schaden. 10er Gefecht, wohlgemerkt. 10er Gefecht. Wir gucken mal. Wir haben nicht mehr viel HP. Wir können nicht mehr viel machen. Wir sind wohl überlegt. Das ist der Grimme. Sauber. Kollege, kriegst du ihn abgedeckt? Gern drauf feuern, aber können nicht durch die T34 an der Ecke. Jetzt haben wir. Das ist ein Risiko, weil wir kriegen die Knifte nicht runter und thank you.
Ja, es wirkt ein wenig hektisch alles und ein bisschen unkoordiniert, aber ich mache mir schon Gedanken. Gut, da hinten ist jetzt theoretisch sauber. Wir warten aber mal noch, bis Objekt und Leopard durch sind, dass die aufdecken. Vielleicht können wir noch einen Schuss mit anbringen. Darauf habe ich gewartet. Noch einen Schuss mit anbringen. Zwei, vier Schaden. Einfach nur den Schaden mitnehmen. Es sieht... nein, elf. Sieht's gut aus. Ich möchte meinen Panzer auch nicht wegschmeißen. Ich möchte einfach nur überleben irgendwie. Mit agieren mit dem Team. Einfach nur mitspielen. Mal gucken, die von hinten dran nehmen. Oh, komm schon. Geh bei. Zweiter Kill. Und auf zum Stritzwagen. Zwei Kills, 12 Schaden. 10er Gefecht. Immer noch. Muss ich immer wieder anmerken, wir haben ein 10er Gefecht. Ich hab eigentlich gedacht, Mensch, scheiße, das geht wieder daneben. Läuft ja richtig gut. Ey, leck mich fett. Wir könnten auch mit Plus rausgehen, wenn wir jetzt nicht die Parts wegschmeißen, aber das ist ein Med, der mitfährt. Der Med hat noch 10%, wenn er sich einen fängt. Oder auch nicht! Spiel gewonnen, 2 Kills. Ach, meine Fresse, ist das geil. Richtig geil sogar. Ja, gut, von den Objekten, den Einschuss da, das war blöd, da war ich wieder ein bisschen zu voreilig, aber ey, leck mich fett. Wir kriegen eine, Halonenmedaille. Wir kriegen Klasse 2, wir kriegen Wirkungsfeuer, wir kriegen einmal Boni und das Ganze macht dann 9000 EP bei 128.000 Credits. Ja, leck mich fett. Platz 1 mit dem Schaden, mit der EP. Mit dem Schaden Platz 3. 99.000 Credits bleiben übrig. Oh, war das eine geile Runde. 8 Schuss, 8 getroffen, 7 durchgegangen, 2,5 Schaden. Muss man immer wieder betonen. War richtig geil. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Es war wirklich ein bisschen hektisch. Es war einfach nur gespielt. Bisschen geachtet, wo sind die Gegner, wo ist mein Team. Aber leck mich fett, das war geil. Sagten so, er ist top. Er war sogar noch besser hier, der Kollege. Dann wir. Ja, gut, das Team generell war eigentlich gut unterwegs. Leopard, PTA, keinen Schaden gemacht. Genauso unser Mauerbrecher, keinen Schaden gemacht. Aber wenn ich mir so angucke, direkter Vergleich, waren wir doch ein wenig besser. Gerade E50. What the fuck, eine Stahlwand. Okay, gut. Warum nicht? Ja, kein Plan. Kein Plan, was da passiert ist. Wie gesagt, ich habe ohne Gehirn gespielt. Muss ich wirklich so sagen. Einfach nur gespielt, nicht nachgedacht. Und siehe da, wir kriegen einen fulminanten Tagessieg mit den Scorpion G. Ich würde sagen, ich mache einen Cut und dann spielen wir noch irgendeinen anderen TE. So, und damit willkommen zur zweiten Runde. Unterwegs diesmal mit dem Convoy hier auf der Karte. Klippe. Wir haben ein 8er, nee, ein 7er bis 9er Gefecht sind Top Tier. Theoretisch Top Tier. Ist jetzt unten so clever eigentlich nicht. Eigentlich müssen wir nach oben fahren. Bloß oben habe ich schlechte Erfahrung, deswegen fahren wir nach unten.
Stein, der aufdeckt. Ist auch schlecht. Planänderung, wir fahren doch nach oben. Das Gute ist, wir haben jetzt den 9er Motor drinne. Sprich, von der Drehzahl und Topspeed stimmt's. Nein, gut, von der Topspeed nicht überlegt, aber von der Drehzahl von der Beschleunigung her ist es okay. Könnte ein bisschen mehr Endgeschwindigkeit gebrauchen. Und auch der Motor selber, dass der irgendwann ablockt, obwohl der noch mehr geht vom Getriebe her. Das Problem ist wahrscheinlich, da fehlt ein 6. Gang. Wir haben wahrscheinlich nur 5 Gänge und der hängt irgendwo fest. Bubu. Ja, macht auf von den genetten Herren. Ihr könnt denn da rein zimmern. Alles klar, voll in die Seite gehackt, aber nicht erwischt. Nicht angekratzt, nein, wieso auch? Ja, ist so klar. Schutzwagen und Arti treffen wieder. Oh fuck. Nee. Der ging voll durch ihre Panzerung. Und dann auf die Wanne.
wir haben zu lange gebraucht. Scheiße, zwei Schaden kann man. Oh, das war mies. Da war definitiv mehr drin, aber nein, es ging mal wieder nicht. Ach, scheiße. Mitnehmen. Feiern. Hurra. Tagessieg. Scheiße. Da war wirklich mehr drinne. Da war echt mehr drinne in der Runde. Ich zieh mal auf jeden Fall den Boni. Oh, da war definitiv mehr drin. Gut, Schaden. Pff, EP. Scheißrunde. Das ist echt eine Scheißrunde. Aber besser als nichts. Nach dem Tag heute muss ich wirklich nur mal wieder die Brotkrümel mitnehmen, die ich kriege. Ach, verdammte Axt, ich baue die andere Knifte wieder drauf. Da habe ich mehr Freude von. Na gut. War zumindest eine gute Runde mit dem Scorp G. Eine mittelprächtige Runde mit dem Conway. Ich sag wieder danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.